Alter, der Klang ist der Wahnsinn. Alter, geil. Das ist mein Ding. Geiler Luzido. Ja, moin moin zusammen. Ich bin wieder unterwegs, bin heute schon um 6:30 aufgestanden, was eigentlich schon eine Katastrophe ist für mich. Aber der Weg lohnt sich. Es ist zwar jetzt 1,5 Stunden, die ich fahren muss. Aber ich habe eine Einladung bekommen vom Autobäcker Klausmann. Es geht um die M-Drivers Tour. Das heißt, ich wurde eingeladen, ich kann einen M2 fahren, M3, M5 schätze ich mal. Und die alle hintereinander mit einem anderen Kollegen, der dann hier sitzt. Und ja, ich freue mich super drauf, weil ich hatte das schon mal mitgemacht, 2015 war das. Und hat super viel Spaß gemacht, weil du hast ja nie die Gelegenheit, so viele M-Modelle hintereinander zu fahren. Und mich freut es besonders drauf auf den Vergleich zu meinem M3. Ja? Ich bin zwar jetzt mit dem 5er unterwegs, aber ich bin gestern nochmal den M3 gefahren. Und ja, lass mich mal überraschen, wieso der Vergleich ist 1:1 zu den anderen M-Modellen. Und wollte ich einfach mal mitnehmen. Freue mich über ein Like, über einen Daumen hoch. Abo natürlich auch. Und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Oder? Haut rein, schönes Wochenende und bis dann. Ciao. Wetter ist trocken, ich habe das Dach aufgemacht und dann wollen wir jetzt mal schauen, wie die M-Tour wird. Ja. Vom Sound her. Machen wir doch mal. Also man hört den Phoenix 5 natürlich schon. Also ist schon ein geiles Gerät, macht schon Spaß. Aber der Motor ist noch kalt, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Und hinter uns ist der M4. Ach, der M4, Quatsch, der M2. Zeige ich euch mal. Hinter uns. Sieht natürlich richtig fett aus. Und vor uns ist der Fahrer im Alter, Fahrzeugkolonnenführer mit dem X5M. Und der Sound ist schon echt nicht schlecht von dem. Wir sind jetzt im M2. Vorne sind die anderen. Wir haben gerade eine Pause gemacht. Und dann gucken wir mal, was jetzt der M2 kann. Also der Kollege, der den gefahren ist, meinte, er ist echt ist verdammt laut. Und wollen wir es mal schauen, oder? In diesem Fall habe ich auch so ein bisschen eine Bitte. Scheiben hochgemacht. Also M2 und M4 Cabrio mit Competition-Paket. Vergleich. Also es kommt mir vor, als wenn der M4 natürlich schneller abgeht. Also schneller beschleunigt. Und was ich merke, im M2 rubbeln die Bremsen ein bisschen. Aber
optisch ist der M2 echt geil. Jetzt gucken wir doch mal, was sehen wir denn jetzt alles hier? Im Gegensatz zum M4 Cabrio merkst du hier wirklich alles. Also man merkt den kurzen Radstand und es kommt alles ein bisschen direkter durch. Der M4 ist auch schwerer, aber von der Power her ist der M4 mit dem Competition-Paket auf jeden Fall schneller. Auch der Sound ist ja diese M-Performance-Abgasanlage drin, hat man schon mehr gehört von. Aber nichtsdestotrotz macht der M2 echt super viel Spaß und ja, dafür ist er auch gedacht. Wa? Viel für Kurven und Spaß haben. Und ja, hat auch schöne Innenausstattung hier, wie ihr sehen könnt. Ja, also gefällt mir schon sehr gut. So, Wetter ist auch geil. Wie gesagt, jetzt sitzen wir im M6 und wollen mal gucken, wie der abgeht. Ja, der ganze Streckenabschnitt ist auch wieder so circa 20 Kilometer lang und man meldet natürlich sofort, wenn man drin sitzt. Auch wieder den Wechselpunkt. Das ist schon alles nicht so direkt ist wie im M2 natürlich und M4. Da ist natürlich alles gemerkt, auch von der Lenkung her ist es ein bisschen, ich will nicht sagen schwammiger, man merkt das Gewicht. Aber es ist ja auch ein Komfort, schneller Reisesport. Natürlich von der Ausstattung her habt ihr Bang & Olufsen Soundsystem, das gibt es ja im M4 nicht und im M2 schon mal auch nicht. Dann habt ihr die Zuziehhilfe Soft Close, ihr habt wirklich allen Schnickschnack hier, Alcantara Himmel und so. Also von der Ausstattung her ist natürlich der 6er und der M5, M6 natürlich eine Nummer höher. Das ist auch vom Preis eine Nummer größer. So, wollen wir gleich mal gucken, ob wir gleich mal ein bisschen schneller fahren können. Also von der Power her ist der Wahnsinn, ey. Der schiebt ganz schön. Klar, ist alles nicht so direkt, aber wenn du mal loslegst damit, ey, dann ist es echt der Hammer. Vorne hört ihr die anderen. Wir fahren durch ein Dorf und kommen an den Siegkreuz und wir werden dann rechts wegfahren. Wie gesagt, dieses Brabbeln gibt es hier nicht, dieses Schubluft um, wie nennt man das nochmal? Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist eindeutig mein Favorit. So, alter Schwede, da geht ja ab. Ist der Hammer, Alter. Krass. Alter Schwede! Alter, ich sag's euch, Leute. Alter, der Wagen, der haut mich jetzt schon weg. Ja. Also ich erinnere letztes Mal, ich mach mal Parkplatz Leucht und denke mal, wir werden uns da gesund und munter gleich wieder einfinden. Alter, ist geil. Einfach nur geil, Jungs. Ich mach mal Fenster hoch. Meinst du, das wäre so laut für euch hier?
Spoiler mit, was war der denn da? Und, Alter, der Klang, oh, ich dachte 6-Zylinder, oh, zum V8, aber der hat ja hier, glaube ich, Performance-Anlage drunter. Competition-Paket drin, alles, ist natürlich schon richtig, richtig geil, Jungs, also, das ist auf jeden Fall mein Favorit. Geil, geil, geil. Dass wir gleich schon wieder tauschen müssen. Fuck, Alter. Aber der Wagen ist Hammer, Alter. Einfach nur geil. Guck mal da ganz hinten. Den Heckspoiler. Machen wir mal Schaltblubbern hier. Jetzt sind wir mit dem M3. Farbe ist auch richtig cool. So Leute, jetzt wollen wir mal gucken. M3 im Limousine. Gucken wir mal. Aber der hat auf jeden Fall nicht den Auspuff. Alter, das macht so viel aus. Natürlich kriegst du es nicht so mit, eben halt, weil der viel leiser ist. Und ja, aber natürlich auch geiles Fahrzeug. So, ich mach Fenster runter mit dem Vorhang, wenn wir hören. M6 Cabrio. Natürlich alles wäre in Wagenfarbe gehalten. Die Spannung. Fahrzeuge einmal kurz betanken, damit die dann auch fertig für den roten Slot nachher bereitstehen. Und deswegen werde ich mit euch jetzt einmal kurz an der Schnellfahrtstelle vorbeifahren. Ich würde meine beiden Kollegen, die hier mit in der Runde sind, bitten, dann, wenn wir an der Schnellfahrtstelle sind, direkt zu einer freien Zapfsäule zu gehen. Ich werde mit dem 7er so ein bisschen an die Seite fahren. Mit dem 2er wirst du gleich dann direkt an die erste freie Säule heran. Wäre es, wenn wir nur insgesamt 2, maximal 3 in Beschlag nehmen. Wir können sowohl von der rechten Seite als auch von der linken Seite an die Zapfsäule.
Ja, hi Leute, da bin ich mal wieder. Ich bin echt ein bisschen zerzaust von der letzten Fahrt in meinem 6 Cabrio. Aber ich sag euch, die Fahrt und der Tag heute war richtig geil, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe gerade auch noch mal von der Veranstaltung, habe ich auch noch so eine Thermoskanne von der MGMBH bekommen, ist ganz cool. Ja, wie gesagt, dann gibt es ja diesen coolen Schlüsselanhänger hier von der GmbH, das ist auch richtig geil. Und Fazit vom Tag, vom Vormittag, hat richtig viel Spaß gemacht. Man konnte echt alle Wagen fahren. Also wir hatten, wie gesagt, der M2 zweimal als Schaltung, als Automatik. Und ich hatte gar nicht gedacht, dass der M2 als Schaltung so viel Spaß macht. Ich bin schon ewig keine Schaltung mehr gefahren. Aber wenn du dann so fährst, du bist echt so mehr mit dem Wagen verbunden. Das hat schon richtig Laune gemacht. Und ja, dann gab es den M3 als wie gesagt, Limousine, war auch richtig geil, Spaß gemacht, war ein bisschen leiser innen drin. Außen hört er sich trotzdem laut an, war auch das mit Competition-Paket. Dann Highlight war sowieso der M4 in diesem Mint-Farbe, der war einfach nur geil. Also das hat ihr mitbekommen, hat super viel Spaß gemacht. Und wenn dann so ein Wagen, also mit der M-Performance-Anlage, Competition-Felgen, Leistungssteigerung der Fahrer meinte, der würde 480, 490 PS sogar vielleicht haben. Also der geht von allen am besten. Und ja, der M6 als Cabrio und als Coupé war auch schön. Aber du kriegst nicht dieses Gefühl mit diesem, ja, mit der Fahrbahn, hast du nicht hier im Alter. Also der ist echt super komfortabel und auch schnell auf der Autobahn. Da hatte einer schon die 300-Marke geknackt und das war echt kein Thema mit den Dingern. Aber sobald es Landstraße wird oder du willst wirklich viel, viel fahren und ja, dann kommst du nicht am M2 oder M3, M4 vorbei. Das waren echt die Highlights und hat super viel Spaß gemacht. Dickes Dank nochmal an das Autohaus Becker Klausmann wegen der Einladung. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht informiert euch da einfach mal beim Autohaus oder schaut einfach mal nach, wo es noch so eine M-Tour gibt. Die steigt öfters im Jahr, verschiedene Orte werden angefahren und es ist einfach nur ein super geiles Erlebnis. Also ja, ich bin echt super begeistert und zufrieden und ich hätte nicht gedacht, dass der M4, der Mintgrau mit der M-Performance-Anlage mich so umhaut, weil ich hatte mir auch schon viele Videos angeschaut bei YouTube wegen M4 und Sound und hier und da, weil ich habe ja den V8-Sound im M3, aber das ist ein anderer Klang, aber er hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich über ein Like, über ein Abo natürlich auch. Und in dem Sinne wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende. Alles klar, haut rein. Ciao. Look around, nobody's watching us. We're